Ne, sie kommen zurück. Zu dieser Tagen einfach der Zeit. Ich bin sortieren fertig. Ja. Na, ja, habe ich schon noch der Kram, den wir verkaufen können. Was? Bitte? Was? Und sonst haben wir so schon mal wieder dran sortiert und so weiter. So, machen diesen Part die eine Quest am Ende noch. Aber die liegen im Sumpf. Und dann hatte ich geplant, noch so circa zwei Nebenquests zu machen. Und dann machen wir weiter mit der Hauptsorge, machen wir später mit dem Quest weiter. Jetzt müssen wir eh hier durch die ganzen. Hier kloppen. Okay, gut, das. Ja? Natürlich haben wir ein Skelett bekommen. Ich kann brauche jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt was zu einlaufen gehe. Da brauchen wir nur Husseskull und Ausdauer. Ja? Die brauchen nur Husseskull und Ausdauer. Und bei uns brauchen wir alles von den dreien auf drei. Wahrscheinlich mit, können wir wieder Nahrung bekommen, so wie nicht alles. So. Diese Fragen durch euren kleinen Geist. Das ist Idiot, bitte. Stellt ruhig eure Fragen. Oder habt ihr Angst vor mir? Keine Angst, Interesse. Höchst bemerkenswert für die Wissenschaft. Wer sich an den Dornen des Morgendornstrauches sticht, und da läuft eine sofortige Verwandlung in eine Sumpfranze. Wir sehen, du hast erfolgt. Die ohnehin magischen Eigenschaften dieser Pflanze wurden manipuliert, um die Zauberdauer zu verkürzen. Ihr seht hier das Ergebnis wahren Forschergeistes. Passiert, ist ja doch mehr. Nee, ich finde, der ist schon, dass er schon tut. Ihr habt Angst, obwohl ihr die Gefahr kennt. Interessant. Erzählt doch mehr. Schönen Tag, gibt es hier so viele aggressive Sumpfranzen. Wer weiß, dass sie einmal waren? Ich weiß es. Und ihr werdet es möglicherweise ebenfalls wissen. Früher oder später. Aber meine Aufmerksamkeit gilt nun wichtigerem. Da bin ich auch schon Rakett. Ja. Ja, hier rüber. Angriff! Ja. Für den Kaiser! Ja. Angriff! Alle. Uiuiui. Ja? Attacke! Mach es. Gehen wir. Fulminictus, Armatrix. Bei Angriff spart! Oh.
Wohin? Interessant, diese Sumpfpflanze dort. Die Art, wie sie uns beobachtet, lässt darauf schließen, dass sie intelligenter ist als ihre Artgenossen. Wallpix schaut mit intelligenten Augen an. Kann sie auch schon heimlich finden. In der Heimlichkeit haben wir schon gefunden. Wenn das hat, dann fliegt schon verwandt, das Umfranz, muss eine verbesserte Tinktur. Die Veteranen haben die Morgen und Stoff magisch gesteckt. Also ich glaube eine Haltung. Das Rezept dazu habe ich ja schon. Genau, hier nämlich Teil mit dem Morgen da. Jetzt müssen wir zurück zum Elfenbaum. Oder müssen wir von Jakon verbesserte Tinktur herstellen lassen, wozu wir glaube ich schon ein paar Rohstoffe brauchen. Da ist den ganzen Sumpf zu clean. Schon kann man scheinbar sehr reaktiv ist. Ja. Angriff! Fulminictus! Okay, wir brauchen Araune, Jukunga und Quellwasser. Und der Araunpulver Jukunga ist so einfach. Schön, dich wiederzusehen. Hast du irgendwas? Ich hätte einen Araunpulver. Ich hätte leider keine Jukunga, wo bist du? Vielleicht müssen wir es doch auf. Wie brauchen wir eigentlich? Vielleicht habe ich noch eine gekauft, aber kein. Das hätte ich noch brauchen. Eins. Okay, wir brauchen noch einmal Quellwasser, das haben wir und die Jukunga haben wir noch nicht. Ich kann also gucken, ob die Nadeln landen. Okay, dann gehen wir doch jetzt noch rein, können wir doch jetzt noch nicht die Quest fertig machen. Progress in Ara zu fahren, da der wir zurück, sondern wir sind da bisschen am Rad. Bevor wir dort erreichen, ist egal, wir haben ja unterschiedlich ein bisschen dafür zu machen, was wir. Die FPS. Ach, was kann ich für. Wo? So, und zwar zurück nach Nadrot. Da machen wir jetzt noch, wie schon gesagt, zwei andere Nebenquests und gucken mal, ob die gute Chemie, wo ich gerade den Namen vergessen habe vorhin. Vielleicht sogar hat. Benötigst du mein. Da wissen wir auch noch das. Was geht? Ich glaube, was wir da in der Ruine gefunden haben. Was ist? Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Nochmal wird der Wachtmeister wieder zufangen. Müssen wir auch noch verkaufen. Das heißt, wir sind schon hingewiesen, wo wir es verkaufen sollen.
Katze beim Burgbad. Wegkarte, wilde Kiste. Dann müssen wir das nächste machen. Ah, okay, ich weiß, Leute. Wir können das machen, dann die führen uns, glaube ich, eh zu Aralia, aber wir müssen machen, weil ich mir das wieder anfangen gerade. Dem Gerechten. Was soll ich nur tun? Sie sind einfach überall. Überall! Womit habe ich das nur verdient? Wunsch, was dir? Ungeziefer! Meine Mühle wird von riesigen Asseln heimgesucht. Oh, habt ihr sie auf dem Weg hierher nicht gesehen? Die ganze Mühle haben sie in Beschlag genommen. Ich traue mich gar nicht mehr auf mein eigenes Hab und Gut. Nein, ich habe keine Ahnung gesehen. Wo ihr gerade hier seid, könntet ihr euch dieser Plage nicht annehmen. Ihr seht so aus, als würde euch so schnell nichts schrecken. Und ich habe niemanden, an den ich mich sonst wenden könnte. Aber wir klugen diese Brut zerlegen. Als hätte ich keine anderen Sorgen. Aha. Ja. Für den Kaiser! Ja. Fulminictus! Augen schön alle mitnehmen. Können wir uns beim Koch. Ja. Au, Fulminictus! Da! Bitte? Was? Attacke! Fulminictus! Ja, das war's schon. Herr Schimmler. Ach, ihr seid es. Konntet ihr schon etwas gegen die Asseln ausrichten? Klar, die vier Asseln waren schon beseitigt. Was? Nur vier Asseln? Entschuldigt, aber das hätte ich auch ohne Hilfe geschafft. Könnt ihr etwas dankbarer sein? Aber ich bin doch dankbar für eure Mühen. Allerdings sind noch viel mehr Asseln auf dem Hof. Einige brauchen etwas länger, um aus ihren Löchern zu krabbeln. Ihr müsst euch genau umschauen und etwas abwarten. Dann geh ich nochmal zurück. Ja. Hua! Bei Angriff! Ja. War für den Kaiser! Fulminictus! Wie? Ha. Da. Da. Auf! Alles klar! Los! Fulminictus! Fulminictus! Da! Können wir doch leicht betäuben. Aha! Was? Attacke! Mhm. In höherer Stufe, okay, also bringt es keine Skills zu kämpfen.
riecht hier merkwürdig. Wir sollten nach der Ursache des Geruchs suchen. Ich habe dieses Fass im Verdacht. Sie? Angriff! Fulminictus! Was unten, nicht alle, aber ein paar. Habt ihr auch Geld dafür beim Koch, deswegen mal was. Für Krustabel gibt's denn Tacken 2 nicht. Nicht schlecht. Ach, ihr seid es. Oh, wenn ihr wüsstet, wie sehr mich das freut. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ich frage mich nur, was dieses Viehzeug angelockt hat. Da habe ich euch eine Antwort. Ich habe diese Flächen gefunden. Zeigt her. Bitte. Das sieht aber merkwürdig aus. Von mir ist das nicht. Ob das ein Köder ist? Aber wer sollte so etwas tun? Vielleicht sollte man sowas näher herausfinden, was genau in dem Fettchen ist. Eine ausgezeichnete Idee. Sagt, könntet ihr euch nicht ein wenig bei den Händlern in Nadoret umhören? Die Alchemistin Auralia weiß vielleicht, was dies ist. Die Händler in Nadoret, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mit allen zu gehen. Nun, ihr müsstet ja nur mit den Händlern sprechen, die auch Tränke und Tinkturen im Angebot haben. Aber ich verstehe schon. Könnten euch diese 4 Dukaten eventuell umstimmen? Ich will ja auch nochmal. War noch nicht sowas. Finde ich gut nicht. Ich habe bestimmt gemerkt, dass die Feuerfliegen wieder da sind. Das hat noch uns annehmen Quest. Ich stelle aber schon mal die Nester, die hier sind, weil wenn es eklig brauchen. Mach so ein bisschen sofort. Oh, was für ein Riesenvieh! Eine One-Hit zu uns. Der geht dann nicht schon, wenn wir das finden, da war sie auch durch. Ja, nicht mal Abenteuerpunkte mehr. Ich will die Vollständigkeit alle jede Quest mal gemacht haben, ich will den aber nicht. Ja? So, ja, ja. 8 oder 9, ja. Ja, so. Ich weiß, das kann man schon nach der Zollfeste machen. Ja. Da waren wir jetzt, glaube ich, hier an dem Sektor. Bei den könnten wir sein. Okay, warte, was haben wir jetzt hier, oder? Müssen schon weniger machen, sondern die Quests nach dem gleich. So, also, nur kurz zur Auralia. Da wollten wir ewig in die Guga wurzeln. Allerneuester Schmuck aus südlichen Lande, da dreht der Nado. Der Nadura, hier, bitte. Jetzt haben wir nämlich den Werwolf das Blatt bekommen. Was kann Auralia die... Ich soll gucken, ob sie Huga hat. Nö, nee, Huga ist zu selten, das hat keine. Was brauchen wir denn für Brandsal? Conchise, der Fettkohle, ja, das können wir auch machen. Können wir selber wieder herstellen, das ist ganz gut. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Können wir euch sagen, was ihr die Fläche bündet? Lasst mal sehen. Faszinierend. Könnt ihr es identifizieren? Ihr habt da eine ausgesprochen seltene Flüssigkeit aus der Kronwüste entdeckt. Wie wird sie verwendet? Das ist eine gute Frage, denn dieses Sekret hat eine wahrhaft merkwürdige Eigenschaft.
Es wirkt überaus anziehend auf Gruftasseln. Fragt sich nur, wer das Bedürfnis haben sollte, diese Tiere anzulocken. Ja, schade, verkauft dieses Mittel? Nein. Wer sollte schon Interesse daran haben, Ungeziefer anzulocken? Wenn ihr auf der Suche seid, schaut doch mal beim krummen Otto hinterm Praius-Tempel. Der hat eine Vorliebe für so obskure Dinge. Ja, und Hinweis. Das war doch eine Selbstverständlichkeit. Rezepte, Tränke und Zutaten. Bei mir gibt es alles, was das Alchemistenherz begehrt. Und dann gehen wir mit dem Kumotto, den wir schon auf der Burg stellt. Na, auf der Suche nach dem Gewissen etwas? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Suche nach einem gewissen Information. Es geht um das Fläschchen hier. Lasst mich mal sehen. Na, das stammt doch aus meinem Sortiment. Das erkenne ich sofort. Beste Qualität. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Was gab es das für ein Mittel? Dieses Wundermittel findet Anwendung, wenn ihr eurem Nachbarn eins auswischen wollt. Träufelt es in seinen Keller und schon bald wimmelt es bei ihm von Asseln. Würde es weg, an wen ihr es gekauft habt? Natürlich. Aber im Moment komme ich nicht drauf. Merkwürdig. Einstellen, so, ihr kommt nicht drauf, da fällt mir ein, ihr wollt doch schon lange mal die Stadtverwaltung informieren, was ihr für 12 Hüfte Waren vertreibt. Halt, redet nicht weiter. Gerade wird die Erinnerung wieder klarer. Vor ein paar Tagen hat ein junges Mädchen dieses Mittel bei mir gekauft. Bäuerliche Kleidung, braunes Haar, Sommersprossen. Mehr weiß ich wirklich nicht mehr. Ich war wirklich gut, euer Geld ist deshalb dank. Wollt ihr sonst noch etwas? Der krumme Otto hat alles, alles rund ums tote Tier, gibt's wie immer nur bei mir. Dann wäre zurück zum Müller und ihn berüchten. Werwolf in der Stadt hat ein Ende. Bestie getötet. Werwolf in der Stadt hat ein Ende. Bestie getötet. Ja, den Jungen hat das aber nicht alleine gemacht. So, wir sagen mal die Wahrheit. Ihr kommt aus der Stadt, oder? Habt ihr etwas über das Fläschchen herausgefunden? Das ist einige Details herausgefunden. Bitte spannt mich nicht auf die Folter. Was ist es? Die Flüssigkeit ist ein Lockstoff für Asseln. Oh nein, aber wer tut so etwas? Können wir mal angeblich eine Jungbäuerin mit dunklen Haaren und Sommersprossen. Dunkle Haare und Sommersprossen? Seid ihr da ganz sicher? Habt ihr euch nicht verhört? Ihr seid ja ganz bleich. Was habt ihr denn auf einmal? Beim Gerechten. Diese Beschreibung passt auf meine Tochter. Berisa, was hast du nur angerichtet? Das könnte sie... Nur für mich, vielleicht möchte ich mich einmischen. Aber wie sehe ich damit eine Anziehung für meine Mühlen? Was? Ach ja, entschuldigt. Das hätte ich in der Aufregung ganz vergessen. Hier, nehmt diese bescheidene Summe als Zeichen meines Dankes. Hab Dank für die Erfolgsbeleidigung, aber ich bin Probleme. Ha! Zur Strafe kann Berisa erstmal die ganzen Asselkadaver wegräumen. Na, Vatermädchen, wenn ich dich in die Finger kriege. Okay, wir sagen, wenn die Part verkaufen, wir noch das Rezept auf jeden Fall. Hier finde ich ein. Kaufe das Rezept. Und dann machen wir im nächsten Part auf jeden Fall noch die Feuerfliegen-Quest. Dann gehen wir langsam mal Richtung Hauptquest weiter, nämlich Schammerberg. Piratenversteck. Hilfe! Hilfe! Untote, wie schrecklich! Sie sind im Dorf! Wir brauchen Hilfe! Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich nur meiner Wege gegangen, wie sonst auch. Und plötzlich, ganz plötzlich kommt da so ein Ding aus dem Boden. Ein Ding, könnt ihr es näher beschreiben? Ein Ding eben. Ein Felsen, ein Stein, ich weiß es doch nicht. Plötzlich kamen diese lebendigen Skelette aus der Erde gekrochen. Ich bin einfach nur weggerannt.
Sie tippt mich jetzt auch. Bitte, ihr seht aus, als würdet ihr mit sowas öfter zu tun haben. Das Dorf ist in Gefahr. Bitte helft uns. Ja, nein, bleibt hier und kommt erstmal zur Ruhe. Zur Ruhe kommen ist gut. Um mein Leben bangen musste ich. Ich will nur weg von hier. Bitte helft den Leuten im Dorf. Ich alarmiere die Büttel. Die Zwölfe mit euch. Okay, das irritiert mich jetzt echt. Weil eigentlich dürften wir die Quest noch gar nicht bekommen. Denn die Quest ist zwar schon eine Folgequest aus dem Borons-Acker-Ding, was wir da gemacht haben. Meine Soße können wir sie mir gar nicht verkaufen. Okay, ist hier was? Eine Planänderung. Machen die Quest jetzt schon, wenn die schon früher freigeschaltet wird. Machen wir die auch. Eigentlich dachte ich, die kann man erst nach Hammer, also nach den Flusspiraten, freischalten. Vorher war die noch nie zur Verfügung. Dort drüben! Skelette zwischen den Häusern! Ich sollte hier an der Stelle nochmal speichern. Das Breite. Diese unheimlichen Erscheinungen zu bezwingen, hat sicher größeres Unheil abgewendet. Feuer und Dank ging es dem Dorfwohner auf, der mich zugeschickte. Nun, wie dem auch sei. Ich bin froh, dass diese Ungestalten aus dieser Welt gebannt sind. Du wärst mir gut angelegen, zumindest die Sache ist erst ausgestanden. Was genau ist denn geschehen? Das können wohl nur die Götter selbst wissen. Dieses Gebilde ist plötzlich aus dem Boden emporgestiegen und mit ihm diese Untoten. Glücklicherweise sind die Leute gleich in ihre Häuser geflüchtet. Aber woher ist, wo sie bis sie gekommen sind, mag ich meine, selbst bist du doch nicht von heute auf morgen ausgeschlossen. Mich beschleicht da schon seit einiger Zeit ein Verdacht. Bruckbart und seine magischen Forschungen. Nur sein götterverachtendes Treiben kommt als Ursache für diese unsäglichen Ereignisse in Frage. Jetzt so gesagt, aber die wirklich, das kann ich mir nicht vorstellen, es kann so schlecht der Bursche, wie sein Rufen erscheinen lässt. Wie dem auch sei. Jedenfalls ist es an der Zeit, diesen Zaubermeister einmal zur Rede zu stellen und sollte mein Verdacht zutreffen, in die Schranken zu weisen. Seine Missachtung der göttlichen Ordnung muss ein Ende finden. Kommen wir erstmal zur Ruhe. Wir wollen das Erschrecken erfüge. Falls er wirklich dann steckt, werden wir einen Weg finden, ins Vernunft zu bringen. Boron, steh uns bei, wenn ihr Unrecht habt. Mich beschleicht das Gefühl, dass dies noch lange nicht ausgestanden ist. Dieser verschlagene Zaubertüftler ist mehr als stur. Er sieht nur seine Belange. Also gut, wenn es also wirklich so mit besonders erfüllt wäre, ich mal das Programm seinem Turm einen Besuch abstatten. Wir werden schon die passenden Worte einfallen. Tut das. Ich werde mich in die Stille meines Schreins zurückziehen, um für die Seelen der Toten zu beten und den entweihten Boden erneut mit Borons Segen zu erfüllen. Boron mit euch. Und den Dorf, waren die Magier. Sie wollten wir ewig dem Rezept.
Wie gesagt, wusste ich, dass die Quest so früh schon zur Verfügung ist, haben wir sie jetzt halt mal vorgegriffen. Fast schon 500 Dukaten, das ist krank. Also in diesem Zeitpunkt wäre ich noch nicht. Okay, wir sind am nächsten Mal wieder, wenn sie dabei ist. Fangen wir auf der Zeit. Ich bin schon mal Agenturm, wir sind es am nächsten Mal. Bis dahin, Leute, ciao.